Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich sehr, Sie heute zur Demografiedebatte Deutschland begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Manuel Höferlin. Herr Höferlin ist Mitglied des Deutschen Bundestages für die FDP und ist Digitalexperte sowohl in der Politik als auch im wirklichen Leben. Herr Höferlin, herzlich willkommen bei der Demografiedebatte. Guten Tag, Herr Müller, grüß Sie. Nicht nur die Corona-Pandemie hat es ans Tageslicht gebracht. Deutschland ist digital Neuland, wie die Bundeskanzlerin zwar vor vielen Jahren sagte, aber offensichtlich hat sich da nicht viel getan. Breitbandausbau und so weiter, das kennen wir alles. Aber wir leben auch im demografischen Wandel, in einer alternden Bevölkerung. Und da gibt es auch Chancen der Digitalisierung. Nämlich, wenn bestimmte digitale Angebote uns das Leben erleichtern. Ich rede also nicht von Social Media, vom Videotelefonieren mit den Enkeln, sondern von anderen Hilfsmitteln. Was glauben Sie, ist Deutschland in dem Bereich mental mindestens mal gut aufgestellt? Gibt es hier genügend, die sich mit dem Thema befassen? Ja, ich glaube, es gibt welche Personen, die sich damit befassen. Ich glaube auch, dass vorgedacht wird. In der Breite gibt es sicherlich noch Aufholbedarf. Also die Chancen sind ja riesig. Man denke nur daran, was man machen könnte im Bereich zu Hause. Wir haben das große Problem bei der demografischen Entwicklung, dass im ländlichen Bereich teilweise Mediziner fehlen. Dass die Frage ist, müssen manche Menschen, die vielleicht nicht mehr so mobil sind, für kleine Untersuchungen größere Strecken überbrücken, um 2 Stunden im Wartezimmer zu sitzen und 5 Minuten behandelt zu werden oder vielleicht auch nur ein Wert überprüft werden soll. Also die Chancen, im Alltäglichen digitale Helferlein einzusetzen, gerade für Menschen jeden Alters, aber auch gerade für ältere Bevölkerungsgruppen, ist enorm. Und denkbar ist ganz vieles. Und Sie haben gefragt, sind wir in Deutschland denkend sozusagen soweit? Ich glaube, es wird schon viel darüber nachgedacht. Allerdings fehlen natürlich auch einfach viele, viele Voraussetzungen. Wenn Sie überlegen, Sie fördern in einer Ecke der Bundesrepublik Deutschland Telemedizin und haben vielleicht ein Gerät, ein kleines Gerät, das Sie bei sich tragen, das alarmiert, falls jemand irgendwie hinfällt oder stürzt, dann ist das eine tolle Hilfe. Allerdings nur, solange das Gerät dann auch Internetempfang hat und diesen Sturz vielleicht mitteilen kann. Und wir brauchen nicht lange ausholen, um zu wissen, wir haben nicht überall Netzabdeckung, wir haben nicht überall Breitband. Jetzt braucht man dafür so eine Information kein breitbandiges Internet, aber es muss zumindest zuverlässig da sein. Also es fehlen manchmal schlicht die technischen Voraussetzungen. Wir haben in der Breite der Gesellschaft wahrscheinlich noch nicht erkannt, dass Digitalisierung, digitale Transformation wirklich für alle Bevölkerungsgruppen da ist und da sein muss. Und ja, wahrscheinlich müssen wir auch noch ein bisschen stärker auch Menschen, die älter sind, klar machen, soweit das noch nicht angekommen ist, dass diese Tools ihnen helfen können, wirklich helfen können, ihr Leben selbstbestimmter zu leben. Das ist meiner persönlichen Erfahrung nach auch das, was viele Menschen wollen. Sie wollen das ganze Leben über und insbesondere im Alter selbstbestimmt leben können. Und da sind digitale Tools prädestiniert gerade dafür. Warum ist es denn so, oder jedenfalls ist das mein Eindruck, dass es so ist, dass Deutschland, das ja mal viele Dinge erfunden hat und der Begriff Made in Germany mal Weltklang hatte, auf einmal so fortschrittsfeindlich geworden ist? Ich denke zum Beispiel an autonomes Fahren, das wird ja irgendwie als Spinnerei abgetan und viele sagen, ah, ich rühre da lieber selber am Knüppel rum und lenke. Und wenn irgendein Tesla-Automobil oder ein Google selbstfahrendes Auto einen Unfall hat, dann scheinen sich viele zu freuen, Presse und die, die das lesen. Dabei ist doch zum Beispiel das autonome Fahren für Ältere, die nicht mehr selbst mobil sein können, eine ideale Geschichte. Warum gelingt es nicht, das Positive der digitalen Möglichkeiten rüberzubringen? Wir haben ja heute die Chance, positiv über die digitale Entwicklung zu reden. Deswegen will ich das auch ein Stück weit tun. Sie haben völlig recht, autonomes Fahren ist etwas, was übrigens gerade bei den Jüngsten und bei den Ältesten der Gesellschaft enorme Vorteile bringt. Ich bin ja auch Vater von Kindern und ich kann Ihnen nur sagen, es wäre super klasse, wenn das Taxi-Papi und das Taxi-Mami nicht so oft mit einem Person besetzt werden müsste und meine Kinder zu ihren Hobbys autonom gefahren werden könnten. Ich würde das gerne nutzen und Sie haben völlig recht. Menschen, die
vielleicht höheren Alters sind und sich nicht mehr zutrauen zu fahren. Ich möchte niemandem das Fahren verbieten, aber die sie einfach sagen, mir wäre es eigentlich lieber. Die fahren ja heute oft dann zum Beispiel einfach Taxi, aber es wäre vielleicht auch einfach praktisch, ein autonomes Fahrzeug zu nehmen. Ich glaube, die Wahlfreiheit ist da wichtig und Sie haben recht, wir haben natürlich eine hohe Skepsis bei autonomem Fahren. Wir müssen auch sagen, derzeit gibt es auch noch viele, viele Bedenken, weil die KI in den Autos teilweise noch nicht wirklich alles gut erkennt. Aber wir werden, da bin ich überzeugt von, in absehbarer Zeit an einem Punkt sein, in dem wir zumindest manche Strecken autonom fahren können. Aber es gibt ganz viele Tools, die natürlich auch im alltäglichen Leben benutzt werden können. Das autonome Fahren ist sicherlich etwas, was nicht das nächste sein wird. Aber schauen Sie zum Beispiel, gibt es inzwischen Kühlschränke, die wissen, was in einem Kühlschrank ist. Und die vielleicht auch Vorschläge machen kann, was wieder fehlt. Die vielleicht auch Erfahrungen sammelt der Computer darin, was demnächst wieder fällig wäre zu kaufen. Das ist ja auch bei Menschen, die vielleicht nicht mehr so den ganzen Überblick haben über das, was sie kaufen müssen, wollen, vielleicht auch geliefert bekommen, eine super Hilfe, dort mindestens mal eine Empfehlung zu bekommen. Ansonsten hat man, die Medizin haben wir im Prinzip schon angesprochen, aber es gibt ganz viele Dinge, die Mobilität verstärken, die das Eigenständige verstärken. Aber zum Beispiel, ich will ein letztes Beispiel bringen, Robotik. Robotik ist auch etwas, wo viele in Deutschland eher skeptisch sind, um mal ganz vorsichtig zu sagen, vielleicht sogar skeptisch ablehnen. Da kommen dann so Argumente wie, naja, also in der Pflege wollen wir keine Roboter einsetzen. Das ist ja so unmenschlich, also so unpersönlich. Jetzt haben wir aber tatsächlich die Situation, dass sehr viele Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, übrigens jeden Alters, nicht unbedingt das Gefühl haben, dass die Pflege sehr persönlich ist, weil dort keine Zeit da ist, um den persönlichen Kontakt zu pflegen. Die Pflege ist sehr stark durchgetaktet. Und da ist eben die Frage, ob man nicht diese Dinge, die eine Pflegekraft derzeit in großer Hektik erledigen muss, nicht teilweise von Robotik erledigen kann, damit der Mensch, der kommt, dann wieder auch Zeit hat für einen menschlichen Kontakt. Im Moment sind ja die Pflegekräfte, die vor Ort sind, oft die schon gewillt, ein Gespräch zu führen oder den persönlichen Kontakt zu haben. Sie haben aber keine Zeit, weil sie relativ stumpfe Dinge in der verfügbaren Zeit erledigen müssen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo man mal den Blick weiten muss. Es geht nicht darum, sozusagen den Mensch zu ersetzen, damit der nicht mehr arbeiten muss, sondern es geht darum, einfache Tätigkeiten durch Computer, durch künstliche Intelligenz, durch Robotik zu ersetzen, sodass der Mensch, der da bleibt, wieder Zeit hat für den persönlichen menschlichen Kontakt. Und das ist in der Pflege, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und gerade für ältere Menschen wäre das ein Riesengewinn. Japan ist noch die älteste Gesellschaft der Welt. Deutschland wird Japan in diesem Punkt bald ablösen. Und in Japan gibt es diese Robotik auch im Pflegebereich. Und da werden immer wieder zwei Modelle vorgeführt. Einmal ein Roboter, der lustige Gesichter macht und Tanz und Musik von sich gibt und ältere Menschen da unterhält. Das ist vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das den Japanern gefällt, aber das ist etwas, was ich jetzt persönlich nicht so super finden würde. Da würde ich mich schon über ein persönliches Gespräch mit einer Pflegerin oder einem Pfleger mehr freuen. Aber es gibt eben auch bettlägerige Patienten oder Pflegebedürftige. Und die müssen mit großem Kraftaufwand bewegt werden, damit das Bett gemacht wird und die Menschen dort gepflegt werden. Und das machen eben zum Teil in Japan auch Hilfsgeräte, die den Menschen dann hochheben, sodass eine Frau, die vielleicht nicht so super stark ist, da nicht diesen Kraftaufwand betreiben muss. Etwas, was eben diese Pflegekraft entlastet und sie länger arbeiten lässt. Hier in Deutschland gehen viele mit um die 50 aus dem Job raus, weil sie sagen, die Arbeit ist mir zu schwer geworden, weil es eben nicht genügend Hilfsmittel gibt. Also man muss da, glaube ich, immer eine Nutzenabwägung vornehmen. Und wir haben ja einen Pflegenotstand mit viel zu wenig Personal. Das wird ja nicht besser, das wird sich ja eher noch verstärken. Und von daher haben die, glaube ich, aus meiner Sicht jedenfalls vollkommen recht. Da muss man viel offener sein. Aber das sind eben nicht nur die Mitarbeiter, die dort offen sein müssen, um diese Geräte einzusetzen oder diese Tools einzusetzen, sondern es müssen auch die sein, die Verwandten und die Betroffenen selbst, die das akzeptieren müssen. Ich erinnere mich, da gibt es den bösen Begriff der anekdotischen Evidenz.
als wir unsere Demografiedebatte begonnen haben, 2019, war das Thema tatsächlich Robotik. Und damals hörte ich einen Vortrag über einen Chirurgen in Shanghai, der im Kreiskrankenhaus hier um die Ecke eine invasive Herzoperation vornimmt. Das war Freitagnachmittag. Und ich fand das super toll und aufregend und dachte, wow, also der ist bestimmt viel besser, als irgendjemand hier im Kreiskrankenhaus sein kann. Und am nächsten Tag, als ich dann heimfuhr aus Berlin hier nach Bayern, hörte ich, dass der Kanzleramtsminister Helge Braun sagte, wir bräuchten nicht G5 an jeder Milchkanne. Und da stelle ich mir vor, der fängt da an, in Shanghai fröhlich zu operieren und dann bricht das Internet zusammen. Das ist ja dann telemedizinisch nicht so der ganz große Gewinn. Also wir müssen da, glaube ich, wahnsinnig aufrüsten. Und die Frage ist eben, schaffen wir das in absehbarer Zeit? Der demografische Wandel, den gibt es in Deutschland seit 50 Jahren. Er wird Ende dieses Jahrzehnts seinen Höhepunkt erreicht haben, wenn die Babyboomer in Rente gehen, also viele dann nicht mehr im Arbeitsleben stehen und älter werden. Also wir haben nicht mehr viel Zeit, unsere Gesellschaft richtig auszurichten. Also schaffen wir das in der nächsten Legislaturperiode mit dem neuen Bundestag, mit einer neuen Bundesregierung, da Pflöcke einzuschlagen? Ja, ich hoffe sehr. Ich baue darauf, dass die Parteien im Wettstreit das jetzt klar machen können. Wer hat einen Plan für die Zukunft? Und Sie haben völlig recht. Es geht um verschiedene Punkte. Es geht oft leider immer noch um Grundlagen, die fehlen. Wir sprechen oft über KI, künstliche Intelligenz, über Blockchain-Technologie und Clouds und ich weiß nicht was alles. Und dabei ist gar nicht Breitband an jeder Milchkanne, wie Sie selbst völlig zu Recht gesagt haben. Bei 5G-Netzen geht es ja nicht darum, dass jemand telefoniert, sondern dass jemand ohne große Verzögerung, auch über große Strecken, Daten austauschen kann. Das ist das Besondere bei 5G. Und da haben Sie völlig recht, wenn man solche Dinge organisieren möchte, wie Fern-OPs, aber auch autonomes Fahren, wo es um schnelle, kleine Datenmengen geht, die aber schnell von A nach B müssen, die sehr stark auch lokal weitergegeben werden müssen, entlang einer Autostrecke oder einer Straße. All da braucht man moderne Infrastruktur, da müssen wir viel schneller werden. Und das ist nicht nur ein Bauproblem, sondern es ist auch ein Zulassungs-, ein Problem von Baugenehmigungen. Wir brauchen also schnellere Verfahren. Wir müssen ein bisschen progressiver werden, was Verfahrenswege angeht. Wir sind da sehr bürokratisch in Deutschland. Ich will jetzt nicht die Bürokratie schlecht reden. Sie hat auch gute Seiten, weil es ist sehr zuverlässig und vorhersehbar in vielen Dingen. Übrigens dadurch auch sehr gut digitalisierbar. Also es gibt Länder, in denen lässt sich Verwaltung schlecht digitalisieren, weil die gar nicht so gut organisiert ist, strukturiert ist. Auch eine Chance, wenn man sie denn nutzt. Und das bringt mich eigentlich zum entscheidenden Punkt. Wir wissen seit Jahren, was zu tun ist. Es wird einfach nicht gemacht. Wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir müssen keine Konzeptpapiere mehr schreiben. Diese Bundesregierung hat in den letzten Jahren unendlich viele Räte eingerufen, Konzeptpapiere und Strategien entworfen. Aber sie hat es sträflich unterlassen, die Dinge auch endlich mal zu machen. Und wir werden nicht besser im Rahmen der Digitalisierung oder der digitalen Transformation, indem wir weiter darüber nachdenken, was mal gemacht werden müsste, sondern jetzt ist es endlich, es ist schon lange an der Zeit, aber die nächste Bundesregierung muss dann endlich mal Tempo aufnehmen. Sie muss dann die Dinge umsetzen, die wir schon lange wissen, damit wir am Ende auch die guten Ideen, die entstehen, anwenden können und nicht nur theoretisch irgendwann mal vielleicht anwenden können. Und ich sehe keinen Grund, warum wir in Deutschland nicht viele Dinge auf den Weg bringen können. Ich sehe übrigens auch keinen Grund, warum in Deutschland nicht die besten Ideen entwickeln sollen, weil wir haben ein sehr gutes, ein sehr ausgewogenes Verhältnis, zum Beispiel beim Thema Datennutzung und persönlicher Daten. Wir brauchen allerdings neue Regeln bei den nicht personenbezogenen Daten. Da gibt es noch viel weiter zu entwickeln. Aber wir haben im Gegensatz zum Beispiel zum asiatischen oder dem US-amerikanischen Markt eine Mittelstellung im Bereich Datennutzung und Persönlichkeitsrechte. Ich finde das ganz gut, weil man kann solche Dinge auch anders bauen, als das zum Beispiel in Asien gemacht wird, wo der Datenschutz eher eine untergeordnete Rolle spielt. Und wir müssen einfach beweisen, dass es auch so funktioniert. Das können wir aber nur, wenn wir ins Tun kommen und nicht, indem wir fabulieren, wo überall Probleme liegen. Und deswegen plädiere ich dafür, dass endlich die Stolpersteine aus dem Weg geräumt werden, dass die Dinge auf den Weg gebracht werden, dass wir um Akzeptanz der Technologien auch werben, auch in der öffentlichen Debatte. Und wir brauchen natürlich auch mehr Kompetenz in der Benutzung. Das heißt nicht, dass jeder Experte sein muss im Bereich Digitales, sondern es muss so sein, dass die
Hilfsmittel einfach zu bedienen sind oder neusprachlich die Usability eben gewährleistet ist. Es muss einfach zu bedienen sein. Die großen Erfolgsgeschichten der letzten Jahre bei Programmen oder Apps oder Geräten sind immer dann gekommen, wenn etwas einfach zu bedienen ist. Und gerade bei Menschen, denen vielleicht Digitalisierung nicht so nahe steht, man sagt oft, Ältere seien so. Meine persönliche Erfahrung ist übrigens, dass gerade auch die Älteren sehr gut ausgestattet sein können im Bereich digitale Geräte und teilweise auch sehr viel Zeit damit verbringen und enormes Wissen aufbringen. Aber es gibt eben auch Menschen, die das nicht haben, übrigens jeden Alters, aber auch ältere Menschen. Und deswegen brauchen wir Geräte und Hilfsmittel und einfach Dinge, die das Leben einfacher machen, die dann auch einfach zu bedienen sind, die trotzdem zu verstehen sind, bei denen man auch weiß, was da passiert. Das ist auch eine Erklärpflicht. Und ich glaube, dass dann die Akzeptanz steigt und letztlich vieles einfacher anzuwenden ist und letztlich der persönliche, aber auch der gesamtgesellschaftliche Nutzen enorm hoch sein kann. Ich stimme hinzu mit der ganz kleinen Einschränkung oder mit der ganz kleinen Klarstellung, dass die Usability, sagen wir mal, nicht altersdiskriminierend sein soll, sondern jetzt ist es in vielen Fällen so, dass irgendwelche technischen Geräte, ob es Smartphones sind oder was auch immer, immer für eine jüngere Zielgruppe zugeschnitten sind. Und da könnte man bestimmt in dem einen oder anderen Punkt auf eine Mehrgenerationen-Usability achten. Aber ich finde zum Beispiel Senioren-Handys jetzt nicht so schön, weil sie outen jeden. Wenn ich so ein Ding benutzen würde, dann würde ich mich gleich 20 Jahre älter fühlen. Aber das ist vielleicht dann auch immer so eine persönliche Frage. Aber es wäre doch eine Möglichkeit, dass man Geräte, die da zum Beispiel eine Eingabemaske haben, und die meisten Smartphones haben ja einen Bildschirm und nicht Tasten, wenn die Optionen hätten, Dinge einfacher darzustellen oder größer darzustellen oder sie anpassbar zu machen. Und dann kann man das entweder selbst machen oder jemanden machen lassen. Und es spricht ja gar nichts dagegen, dass zum Beispiel jemand, der vielleicht schlechter sieht, größere Symbole, das gibt es ja auch schon, es wird nur einfach auch nicht so herangetragen. Ja? Oder dass man vielleicht auch in einer App einen Modus hat, wo sehr viel einstellbar ist. Oder wenn jemand sagt, oh, das ist mir alles zu viel Auswahlmöglichkeiten, das anpassbar zu machen, damit, das betrifft ja nicht nur Ältere übrigens, ja, dass man eben weniger Auswahl, aber die wesentliche Auswahl hat. Das ist auch eine Frage von Usability. Wie kommt den Menschen entgegen, die vielleicht überfordert sind von der Anzahl der Möglichkeiten, was auf Ältere zutrifft, übrigens auch auf andere Teile, Gruppen der Gesellschaft, die einfach überfordert sind von der Komplexität der IT heute. Und ich fände das eine schöne Sache. Das würde letztlich den Nutzen bringen und die Wahlfreiheit. Und es outet nicht. Ich finde es richtig, was Sie sagen. Es darf nicht diskriminierend sein, dass jemand, der ein Endgerät auspackt, man sieht schon am ersten AP, der muss, Sie sagen, Sie fühlen sich dann 20 Jahre älter. Es spielt aber keine Rolle, wen man diskriminiert und wie. Es geht dann darum, dass man es so gestaltet, dass es hilft, ohne zu diskriminieren. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Sollte man vielleicht auch offener darüber sprechen. Und ich fände es gar nicht schlimm, wenn solche Methoden geschaffen und stärker angewandt würden. Es würden einfach jedem helfen. Lassen Sie uns noch ganz kurz zu dem Thema Datenschutz zurückkehren. Das ist ja etwas, was für Ihre Partei, ein Thema, das für Ihre Partei auch ganz wichtig ist. Und ich habe den Eindruck, dass Datenschutz vielfach dem technischen Fortschritt entgegensteht. Also wir hatten die Diskussion jetzt im Zusammenhang mit einem möglichen zentralen Impfregister und mit der Corona-Warn-App, die so ausgestattet sein muss, dass da bloß datenschutzrechtlich nichts passiert. Aber auf der anderen Seite dann eben die App auch irgendwie kastriert wirkte und vielleicht nicht die Leistungsmerkmale insgesamt hatte, die sie hätte haben können. Nehmen wir das Beispiel autonomes Fahren. Wenn ich jetzt mit so einem autonomen Automobil von A nach B fahre, 5G die Daten überträgt, dann werden diese Daten ja übertragen. Und dann weiß eben jeder, wer auf diese Daten Zugriff hat, wo ich gerade bin, was ja jetzt, glaube ich, also es sei denn, ich erlaube das, nicht so der Fall ist. Also inwiefern muss denn der Datenschutz dann auf die moderne Digitalisierung angepasst werden, ohne dass wir dann gleich wieder vermuten, wir würden in einem autoritären, uns ständig überwachenden Staat leben? Also zunächst mal allgemein gesprochen,
Ich glaube, dass der Datenschutz nach der Datenschutzgrundverordnung ein sehr ausgewogenes System darstellt. Und die Frage ist, wie setzt man es um? Also wir nehmen ja oft Beispiele aus angrenzenden Ländern, die das viel besser machen. Estland ist beispielsweise immer so ein Beispiel. Jetzt ist aber Estland Teil der Europäischen Union und setzt die Datenschutzgrundverordnung genauso um wie wir. Nein, sie setzen es nicht genauso um, aber sie unterliegen ihr genauso wie wir. Also offensichtlich gibt es da unterschiedliche, wie soll man sagen, Anwendungsarten, ja, um es mal vorsichtig zu sagen. Wir führen teilweise Debatten, die an der Sache vorbeigehen. Ich nehme mal Ihr Beispiel auf, die Corona-Warn-App zum Beispiel, wurde am Anfang debattiert, was soll diese App tun? Und dann hat man sie so konstruiert, dass sie genau das tun kann, wofür sie konstruiert wurde, nämlich andere Menschen, die man trifft, die man aber nicht kennt, warnen, wenn man selbst später merkt, dass man infiziert ist. Und um das zu tun, muss die App nicht wissen, wer ich bin und muss nicht wissen, wer der andere ist und muss dem Gesundheitsamt keine Namen nennen können. Weil es ging nur um die Anforderung, wie kann man möglichst einfach Menschen warnen, die man nicht kennt und denen man zufällig begegnet ist. Der klassische Fall, die U-Bahn, der Bus, wie auch immer. Erst im Nachhinein hat man dann gesagt, ja, es wäre auch gut, wenn das Gesundheitsamt die Person kontaktieren könnte. Jetzt hat man aber vorher das Design der App so gewählt, dass das nicht möglich ist, weil das gar nicht notwendig war. Und ich finde, das ist eine etwas unfaire Debatte. Die App, um es mal ganz klar zu sagen, kann genau das, wofür sie konstruiert wurde und ist technologisch so gebaut worden, dass sie eben auch nicht mehr kann, weil es nicht notwendig ist. Wenn man mehr will, was man haben, was sein kann, dann muss man eine andere App dafür nehmen. So ehrlich war die Bundesregierung aber leider nie. Die Bundesregierung hat dann immer erzählt, man würde bei der Corona-Warn-App noch irgendwas draufbauen. Ich habe immer gefordert, man sollte die Corona-Warn-App mit ihren Kernaufgaben versehen und sinnvolle Zusatzaufgaben, die in das Konzept reinpassen, kann man dazu nehmen. Beispielsweise jetzt den Impfnachweis, der ja auch nicht personalisiert zentral abgespeichert sein muss, sondern auf dem Endgerät ist. Aber solche Dinge wie Check-in-Funktionen, wo dann das Gesundheitsamt nachverfolgen kann, das ist gar nicht möglich gewesen mit diesem Design. Und deswegen muss man dann fairerweise sagen, dafür machen wir eine andere App. Und diese Debatte muss man ehrlicher führen. Der zweite Punkt Ihrer Frage, was ist denn mit den Daten, die erfasst werden? Also derzeit ist es tatsächlich so, dass wenn Sie mit einem Auto durch die Gegend fahren und Sie nehmen ein einigermaßen modernes Auto, fast jeder Fahrer am Anfang per Einwilligung, ganz freiwillig, ich lasse jetzt mal offen, ob man die ganzen Nutzungsbedingungen durchliest oder nicht, macht wahrscheinlich den wenigsten, sehr viele Daten preisgibt. Und die werden in der Regel nicht nur im Auto, sondern auch irgendwo in der Cloud zentral auf Computern gespeichert. Da hat natürlich nicht jeder Zugriff drauf, aber sie sind zugreifbar. Und das muss man wissen. Und ich glaube, da gibt es Möglichkeiten, wie man Daten anders verwenden kann. Ich habe das vorhin kurz gesagt. Ich glaube, wir müssen über Methoden sprechen, wie Datenerfassung noch stärker wegkommt vom Personenbezug. Also wir müssen als Gesellschaft uns einig werden, es gibt Daten, die sind gesamtgesellschaftlich interessant und wir wollen sie so sammeln, dass sie möglichst direkt nach der Erfassung ohne Personenbezug weiterverarbeitet werden, weil wir einen gesellschaftlichen Gesamtnutzen sehen, aber nicht wollen, dass der Einzelne damit in Verbindung gebracht wird, soll gar nicht sein. Da muss man wie bei der Corona-Warn-App aber nachher auch drauf aufpassen, dass man nicht sagt, ja, aber es wäre doch gut, wenn wir wüssten, wer es ist. Wenn wir das also technisch am Anfang so bauen, dann geht das nachher nicht mehr. Und das ist dann auch richtig so. Gutes Beispiel zum Beispiel, ich fände es toll, wenn die ganzen Baufirmen bei Straßen zu den Schlaglöchern fahren, die da sind und nicht zu den Straßen, die gerade dran sind. Dazu müsste man mal wissen, wo die Schlaglöcher sind. Jetzt haben wir auf den Straßen draußen Millionen von Sensoren, genannt Autos, rumfahren, die eigentlich über ihre Stoßdämpfer das super erfassen könnten. Ich fände es toll, wenn solche Daten gesammelt würden, von mir aus auch ohne Einverständnis der Autofahrer, wenn sichergestellt ist, dass weder das Auto noch der Fahrer identifiziert werden können, indem man diese Daten gar nicht erfasst. Es reicht ja zu wissen, wo ein Schlagloch, an welchem Tag war, man muss die Uhrzeit gar nicht genau wissen, und wie tief es vielleicht ist. Und wenn man das aggregiert, weiß man nicht, wer da lang gefahren ist. Ist auch nicht notwendig. Und solche Gedanken würden uns, glaube ich, am Ende viel, viel weiterbringen. Wir müssen also neue Datenpolitik denken, die dafür da ist, Menschen und ihren Interessen zu schützen, aber nicht Daten. Datenschutz ist eigentlich schon ein überkommenes Wort, weil wir wollten nie Daten schützen. Es geht immer um die Persönlichkeitsrechte der Menschen. Und wenn man die einen Personenbezug weglässt und das auch zuverlässig tut, immer Ausnahmefällen,
dann muss man dann auch anders vielleicht mit den Daten umgehen, da müssen wir progressiver denken. Herr Höferlin, allerletzte Frage mit der Bitte um eine nicht zu lange Antwort. Sie sprachen von der Notwendigkeit, in den nächsten 4 Jahren, also in der nächsten Legislaturperiode, eine Schippe draufzulegen und die Digitalisierung voranzubringen. Inwieweit hindert uns der Föderalismus daran? Die Bundeskanzlerin kann viel beschließen, das Kabinett kann viel beschließen, aber letztlich muss es in den Ländern umgesetzt werden oder in den Gemeinden. Wir führen jetzt unser Gespräch über einen amerikanischen Anbieter und es gibt unendlich viele Schulen, die gesagt haben, die Datenschutzbeauftragten dort, dieses System darf dann nicht angewendet werden für den digitalen und für den Fernunterricht, weil das ist nicht sicher genug. Und damit, weil es kein deutsches System gibt, das vergleichbar ist, war dann eben auch der digitale Unterricht ausgebremst. Also inwieweit müssen wir dann auch über den Föderalismus neu nachdenken? Also die Struktur, die Digitalisierung organisieren soll, ist auf allen Ebenen stark verbesserungswürdig. Sie haben den Föderalismus angesprochen, das ist richtig. Dafür gibt es ein Gremium, den sogenannten IT-Planungsrat, der das in der öffentlichen Hand organisieren soll. Die Bildung ist Ländersache, weil der Bund mischt an vielen Stellen mit. Es ist aber schon auf der Bundesebene nicht ordentlich organisiert, weswegen wir Freie Demokraten ja schon lange ein Digitalministerium, inzwischen sage ich eher digitale Transformation, ein Ministerium für digitale Transformation fordern. Im Kern geht es darum, Projektmanagement in Digitalisierung zu bringen, also das, was die Wirtschaft auch wirklich tut, organisieren, besser abstimmen. Und ja, Sie haben völlig recht, auch mit den Ländern und den Kommunen muss besser zusammengearbeitet werden. Meine dringende Empfehlung wäre, sowohl auf der Bundesebene als auch nachher zu den Ländern und zu den Kommunen, es muss weniger über Druck und mehr mit Anreiz passieren. Also man muss vorangehen und zeigen, welche Vorteile es bringt, auch für die Kommunen, auch für das Bildungssystem, auch für das Gesundheitssystem. Das heißt, wir brauchen ein Digitalministerium, das nicht irgendwie mit Druck arbeitet und mit Drohungen. Ich halte auch nicht vor dem Vorschlag, ein Vetorecht da einzuführen, sondern es muss eins sein, das so gut organisiert ist, auch mit Kompetenz aus der Wirtschaft, das vorangeht, das gute Vorschläge macht, Leute begeistert. Und wenn die ersten mitgehen und die Projekte funktionieren, auch in Ländern und in Kommunen, aber auch in der Breite der Bundesregierung, dann bin ich überzeugt davon, dass andere nicht hinten anstehen wollen. Weder die anderen Ministerien, noch die anderen Bundesländer oder Kommunen und den Vorteil einer besseren Koordinierung nutzen. Und mit dieser, ich sage es jetzt mal provokativ, Lust auf digitale Transformation dann auch mehr vorangeht. Wir können das nur machen, ich sage da immer, wenn Verwaltung und Digitalisierung sexy wird, dann werden auch viele das wollen. Darauf setze ich. Das ist meine Idee für die nächsten 4 Jahre. Und ich glaube, wir Freien Demokraten verkörpern das auch mit unserem Optimismus und der Technologieoffenheit. Bei allen Bedenken, die man im Einzelfall haben kann, muss man vorangehen. Und so wollen wir das anhaben. Anders wird es, glaube ich, auch nicht gelingen. Ich unterstütze Ihr Vorhaben. Es wird Sie aber nicht wundern, wenn wir auch ein Demografieministerium fordern. Aber das ist wieder dann für ein anderes Gespräch. Herr Höferlin, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, wünsche Ihnen noch einen guten Tag und dass Sie immer genügend Bits unter Ihrem Smartphone haben. Bis bald. Danke fürs Gespräch, Herr Müller. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.